Leute, herzlich willkommen auf den Glas Download Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Roblox. Und ja, wir haben heute einen Arbeitstag als LKW-Fahrer. Wir fahren heute mal mit dem besten LKW, also der teuerste LKW, hier ein bisschen durch Hamburg und liefern hier ein paar Dinge raus. Ich würde sagen, wir machen hier auch einmal kurz eine Linie, eine Navigation und fahren dann auch einfach mal los. Und ja, genau, das machen wir heute. Wir haben ja erstmal einen schönen Auftrag. So. Weiß nicht, habe ich das schon laut? Ja, ist laut. Also für mich ist es leise, weil ich habe meinen Box natürlich nur auf 5. Stufe 5, genau. Geht bis 30, deswegen. So, dann fahren wir jetzt hier mal Richtung LKW. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwas neu gemacht wurde. Ich habe ja das letzte Update, habe ich euch ja alle vorgetragen, wie man das nennt. Ja. Also ich mache übrigens auch jetzt immer, wenn ein Update kommt, mache ich jedes Mal so ein kleines Video darüber. Finde ich eigentlich ganz nice. So, damit wir jetzt hier mal schneller hochkommen. Fahren jetzt hier einfach mal so lang. So. Gut, dann parken wir auch noch schön ein. Mit unserem Porsche. So. Schließen ab. Feststellbremse. Und dann laufen wir oder rennen wir mal hier hin. Ja, komm, wir rennen hin. So. Ich weiß gar nicht. Ich habe mittlerweile auch schon fast. Also, das hier. LKW und Bus ist so das meist Dingens, was ich spiele. Deswegen ich da auch immer so viel XP habe. Und man kriegt ja hier bei den LKWs auch ganz viel XP tatsächlich, ne? Ja, und 6500 ist halt so der LKW, der am meisten kostet, genau. So, also man sieht diesen LKW hier eigentlich recht wenig. Ja. So. Ich würde sagen, wir fahren jetzt hier erstmal los. Das hier passt auch so richtig zum Hafen, ne? Weil das ist halt ein Container, ne? Der passt hier einfach richtig rein. Finde ich gut. So. Ich merke gerade, die haben das hier realistisch gemacht mit dem Anhalten. Finde ich auch ganz geil. So, wir fahren jetzt hier einmal rum. Da brauchen wir nicht einmal abbiegen. Ich finde es auch cool, dass es hier jetzt so Werbungstafeln gibt. Aber habe ich euch ja alles schon in der letzten Folge von im letzten Update erzählt, was hier alles neu ist. Unter anderem kamen ja da dann auch die Tafeln. Ich weiß nicht wieso, aber hier zeigt er die ganze Zeit an, dass es rot ist. Oh, nicht über Rot fahren. So. Er ist schon ein geiler LKW, ne? So, ist schon eine geile Sache. Ja, auf jeden Fall. Wo ist es grün, sehe ich gerade. War doch. So, hier ist auch so eine Tafel. Ich weiß gar nicht, ist sie so hoch? Ah, ne, passt noch. So, hier ist irgendwas passiert. Wie schön. Der dreht natürlich jetzt genau dann um. So. Hier ist halt immer noch Schnee, weil wir immer noch Winter haben. Es wird so oder so, wenn Winter vorbei ist, eh ein Update kommen, denke ich mal. Weil, ja, hier ist halt noch Schnee, ne? Und irgendwann schneit es ja nicht mehr. Deswegen, ich denke, dass hier dann irgendwann auch noch ein Update kommt. Aber, ja gut. Das sieht man dann halt, ne? Wenn es dann soweit ist, ja. Genau. So, dann fahren wir jetzt auch hier mal los. Ich weiß nicht wieso, aber hier leckt es gerade übelst. Hör mal auf zu lenken, du Spiel. So. Warum leckt die Kacke denn jetzt hier? Okay, ich glaube, es müsste jetzt weg sein. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, warum es jetzt hier leckt. Es leckt schon wieder. Ey. So, okay, dann fahren wir hier mal zum Transformer-Station. Warum heißt sie Transformer-Station?
So. Hier links rein. Wo? Oh. Also ich weiß nicht, warum es hier hinten so leckt. Also tut's mir leid. So. Boah, dieses Spiel, das macht mich schon wieder aggressiv. Was ist denn hier die Grafik da? So, jetzt müsste es gehen. Okay. So, dann sind wir jetzt hier gleich da. Ach, wir müssen hier sogar raus. Ey, wer hat hier schon einen Bugatti, ey? So. Warum wird es eigentlich immer genau dann rot, wenn ich hier bin? Immer nur dann ist es rot. Das ist ja auch schon wieder Mist. Das geht doch auch schon wieder hier nicht. So. Schon wieder gegen die Regeln hier. Warum zeigt er jetzt schon wieder Codierung belastet an? Fahr doch mal. Ah, da ist sogar ein anderer LKW-Fahrer. Habt ihr den gesehen? Oh, nicht dagegen fahren. Ah, das ist der mit dem Doppeldingens. Also ich kann jetzt halt nichts dafür, wenn die Codierung hier überlastet ist. Also ich mache da jetzt auch gegen nichts mehr. Weil mir das einfach auf den Sack geht. So, einmal kurz hier gegrüßt. Ich finde es ganz geil, dass hier auch wirklich Leute grüßen, ne? Das ist echt cool. Außer, also das hier ist nicht cool, dass die Polizei auf der anderen Fahrbahn fährt. Oder in der Mitte eher gesagt. Oh, jetzt Blitzer. Boah, das war knapp. Jetzt müssen wir hier rechts rein. Boah, Bus. Ich habe den Bus 0 gesehen gerade. So. Zack. Bin leider nicht richtig in die Kurve gekommen. Ey, diese Kack-Codierung, ey. Ich könnte hier schon wieder irgendwo gegenhauen, ne? Aber mache ich nicht. Ich beruhige mich einfach. Ich ignoriere das jetzt. Also, falls es für euch leckt, es tut mir sehr leid. Ja. Ich kann da aber auch wirklich einfach nichts dran ändern. Das ist bei jedem Spiel so. Das liegt auch nicht an meiner Grafik, weil ich eine gute Grafik habe. Das liegt einfach an diesen Kack-Spielen. Weil ich irgendwas falsch eingestellt habe. Aber ich habe eh bald einen neuen PC. Was heißt bald, dauert noch ein bisschen. Aber dann wird es eh nicht mehr so sein, wie es sein soll. Da wird es auch. Da ist auch die neueste Grafikkarte drin. Ne? Ich habe ja jetzt. Die jetzige, die ich habe, ist die 4080. So. Ich habe auch 4K-Bildschirme, ist das. Vielleicht ist das auch das Problem. Eigentlich ja nicht. So, vor allen Dingen, hier gibt es nicht mal einen Grund, dass es leckt. Also hier ist sogar alles geladen, also. Ganz ehrlich. Oh, hier. Jetzt rein muss ich. So, ich habe die Grafik jetzt nochmal ein bisschen runtergedreht. Man erkennt aber noch alles. Das Ding ist, es ist bei euch, also bei mir leckt es halt nicht, ne? Das ist halt nur in diesem Screen, weil ich habe nebenbei auch diesen Screen offen, wo ich halt sehe. Also ich sehe das Bild ja praktisch jetzt zweimal. Und bei mir leckt es nicht. Es leckt nur in OBS und das ist halt immer. Also das ist dann halt das Problem, ne? Bei mir leckt es halt null. Ich sehe gerade, mein Tank ist fast leer, aber egal. Wie weit muss ich denn hier fahren, ey? Bis nach da hinten, Junge. Hier ist auch echt nichts los. Ich glaube, die sind ja alle noch in der Schule oder so. Aber egal.
So. Zack. Dann fahren wir jetzt hier mal 50. Boah, diese Kack-Sonne auch, ne? Ich mach diese Sonne mal weg hier. So. Jetzt ist hier sogar auch die Kodierung überlastet. So. Jetzt laggt dieses Spiel noch mehr. Oh, ich raste hier gleich aus. So. Zack. Aber da sieht man mal, dass es halt alles nicht hier immer klappt mit den Videos. Das Video kommt trotzdem hoch, weil ich einfach keine Zeit habe, ein anderes zu drehen. Was ist mit dem falsch? Warum fährt er denn auf der Spur? Na, der sieht aber auch schon geil aus, dieses Auto. Ja, ein kleiner Flitzer hier auch, ne? Wobei ich glaube, alle LKWs nur 95 fahren können. Aber ja. So. Diesmal müssen wir sogar rechts rein. Und ich warte hier sicherlich nicht auf die Ampel. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sado. Ciao, ciao. Feeling the show and